Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Vielen Dank für eure vielen Kommentare und Hinweise und Tipps und Möglichkeiten, was als nächstes machbar ist. Und Ida Star hat geschrieben, wo sich hier der Boss befindet, nämlich genau hier. Sprungangriff voraus benötigt. Bin ich mal gespannt. Warte mal, haben wir irgendwie 23.600? Ja, gut. Schauen wir mal, was hier passiert. Oh Gott, oh, nicht zwei, ey. So, das ist mein Freund. Nummer 1. Ja, er macht schon. Lässt dir keine Chance. Gut, das war recht einfach. Nox-Schwert, 6400. Ja gut, das ist, das war jetzt auch wirklich kein sonderlich schwerer Kampf, aber... Oh. Schauen wir mal. Schimmersteinstab. Hat das hiermit was zu tun? Dafür brauche ich Weisheit 52. Ich bin bei 18. So, das wollte ich hier auf jeden Fall noch erledigen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gehen wir nochmal hier nach unten. Denn da war ich nicht ganz falsch an dem Strand wohl. Aber ganz weit hinten wohl. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Dann gucken wir mal, ob hier tatsächlich ein Dungeon ist. Aber ich meine, die Statue zeigt in die Richtung, das stimmt schon. Ich ging halt irgendwie davon aus, dass es eher da oben ist. Aber auch hier sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwas. Ah, doch, da. Naja. So kann man sich täuschen. Da nämlich. Schön versteckt. Und aus der Ferne nicht so gut zu erkennen. Doch. Einfach krass. Dann wollen wir doch mal schauen, was da hinten drin, was es da drin gibt. Mach mal auf hier. Katakomben der Kriegsopfer. Warte mal, wie viel brauche ich? Was waren es? 44.000 oder so? Oder fehlen 14.000. Ne, das ist leider ein bisschen zu viel. Damit kann ich gerade nicht dienen. Was ist denn da los? Was geht denn hier ab? Ja, bekämpft euch mal ruhig. Die Frage ist halt, ob die sich auch tatsächlich besiegen oder ob das einfach nur quasi so ein Deko-Kampf ist, bis ich mich einmische.
Was denn jetzt? Wie ist er denn? Komm her. Da ist ja noch einer. What? Was passiert denn hier? Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um. Ich hoffe, dass hier noch mehr passiert, als einfach nur immer wieder die gleichen. Jetzt lass doch den Quatsch. Den haben wir, das holen wir uns noch. Maggi-Fett. Ja, die kommen immer wieder. Ich denke, das kann ich mir sparen. Was geht denn hier ab? Nein! Ist mir viel zu chaotisch da drin. 37.000. Bin ich bereit, das zu opfern? Das war völliges Durcheinander. Es war nicht klar, wie man das aufhalten kann. Überall wurde irgendwie gekämpft. Okay. So, das hätten wir. What? Okay. Was ist denn hier los? Ja, also, oh nein. Da drüben geht's hoch. Warte mal, kam ich von da? Ich kam von hier. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal geradeaus durch. Okay. Ja, den Hebel habe ich da auch schon gesehen, aber da oben ist er.
Ach komm, sei doch nicht so. Komm mal her. Ganz kurz nur. So. Ja. Komm her. Oh! Das war nichts. Weg, weg! Hui! Waffe? Nee, das führt auch nur nach da unten. Das bringt mir nichts. Das war Glück. Okay, das ist ein größerer. Ohohoho. Komm her. Was höre ich? Der hat gesessen. Boah, es ist fies, ey. Blöde Reichweite. Ach komm, ey. Jetzt aber. Was? Okay. Hoffentlich bringt uns das zum Hebel, aber es sieht fast nicht so aus. Na komm. Was ist das hier? Okay, das hat mir gar nichts gebracht, so wie es aussieht.
hier. Warte mal, das ist die Rückseite. Das sieht gut aus. Komm mal her. Was? Hallo? Hau mal ab. Oh. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. 65.000. Ich meine, das ist jetzt noch mal eine Ebene weiter unten. Da kommt man schneller hin, aber... Oh Mann. Ja, aber in gewisse Ecken muss ich ja jetzt nicht mehr, denn da war ja auch tatsächlich nichts weiter. Kann ich ja dann auf die Schnelle runter und habe vor allem noch ein paar Tränke, wenn ich dann unten ankomme. Hier richtig? Nope. Tja. Passiert. Also der Bogenschütze muss beseitigt werden, somit auch der davor, weil sonst komme ich nicht an den ran und... 67.000 verloren. Schauen wir mal. Hau ab! Komm, 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 komm. Boah, was hauen die denn so rein, ey? Das ist ja unglaublich. Jetzt hör doch mal mit dem Beamen auf. Ist doch gut. Kämpf mal richtig jetzt. So. Jetzt kommt er hier noch.
Den habe ich vergessen. Das war nicht richtig. Da ist es doch. Schnell! Okay. Ja, die Frage aller Fragen. Sehr gut. Oh nein! Es ist so furchtbar. Warte mal, jetzt ist der aber weg. Das sollte mir eigentlich die Chance geben, da recht schnell hinzukommen. Oh, schlimmster Dungeon bisher. So mit dem Beamen und so. So gegen Feinde an sich im Einzelkampf habe ich nichts, aber dieses Rumbeamen ständig und irgendwie kommt man nicht voran. Das ist nicht so meins, weil... So, ciao. Er scheint weg zu sein. Das hätten wir. Wie holen die Dinger noch? Denn das hier sind ja die, mit denen ich meine Geister... Also es gibt Gräbertal und Geistertallilie. Ich glaube, es ist die Geistertallilie. Aber wir sammeln jetzt einfach mal. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob ich noch genug Kraft habe und genug Tränke für den Boss hier. Aber... Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner, der sich da die ganze Zeit hin und her beamt. Vielleicht gibt es hier einen Hinweis. Vorsicht vor Baum. Ja, immer. Oh nein! Das war Quatsch. Oh, es ist also... Oh, ein absoluter Hassfeind, wirklich. Also, und dann noch in so einem 12 Quadratmeter Raum. Oh. Aber gut, wenigstens weiß ich jetzt, was mich da erwartet. Das heißt, ich kann hier ein bisschen mit dem Feuer probieren zumindest. Schauen, was wir noch haben. Nicht mehr sonderlich viel. Können wir ein bisschen was herstellen vielleicht? Schauen wir mal. Wir haben eine Bombe. Fünf. Das ist vielleicht besser als nichts. Dann machen wir das mal, holen wieder die Dame dazu. Verzeihung, ganz kurz, ich muss hier mal eben vorbei. Dann schauen wir mal, aber also ich weiß nicht, wie oft dieser Feind noch kommen wird, aber das ist wirklich, da kann man eigentlich auch nicht davon sprechen, dass man hier irgendwie großartig weiß, wann man ausweichen muss und so, vielleicht wenn man das 100-mal gespielt hat, aber
Okay. Ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ehrlich gesagt. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Das ist ja wirklich einfach nur gegen irgendeine Wand kämpfen, die sich irgendwie bewegt. Die Bomben haben jetzt auch nicht so super viel gebracht. Ich nehme an, so ein Feuerüberzug oder wie das Ding heißt, wäre ein bisschen besser gewesen. Wir holen jetzt mal Oleg dazu, mal schauen, was der macht. Ich glaube, dadurch, dass der so ein bisschen träger ist, wird er es nicht unbedingt leichter haben, aber der ist wenigstens einmal gelevelt. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Aber Oleg war ganz gut. Der war recht schnell unterwegs. Ich glaube, das Leveln hat ein bisschen was gebracht. Verzeihung. Entschuldigung. So, warte mal, was wird hier gesagt? Vorsicht vor Baum, Vorsicht vor Boss, Frost versuchen. Schimmerstein, Frosttopf. Versuchen kann man es ja mal. Warte mal, was haben wir denn hier? Ja, schade. Ach Mann, ey. Dieses Gegnerdesign ist wirklich, also, ist wirklich ein Irrtum. So, ich probiere es jetzt noch einmal, wenn nicht, dann ist es so. Mein Gott. So. Das. Er kommt dazu. Sehr guter Hinweis. Sehr gute Verschwendung. Okay, nochmal versuche ich es nicht. Der Frosthinweis war wirklich sehr gut. Aber das ist einfach. Also, das ist der größte Negativpunkt an Elden Ring, ist dieses Boss-Design. Das ist einfach. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist totales Chaos. Da kann man nicht richtig taktisch vorgehen. Oder ich mache es nicht richtig taktisch in der Hinsicht. Aber nee. Ciao. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Haben wir noch irgendwo was? Da oben ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Was ist das hier? Ach genau, das ist die Mission vom Haus Vulkan. Wir haben, wo wir gerade bei Haus Vulkan sind, ja auch noch
Warte mal. Gästehalle, Kirche der Kerkergemeinde. Bin ich ganz sicher, aber da gibt es noch einen Magmawurm und ja wohl auch noch einen Boss. Der entweder durch diese Nebenmission, die rot markiert ist, getriggert wird. Warte mal, ist hier kein anderer Ort der Gnade? Oder wenn man da irgendwie eine bestimmte Kurve nimmt, aber fragt mich nicht welche. Wir schauen mal eben, wo geht's denn hier? Genau, hier runter. Sag mal. Oh. Ist okay. So. Hier war doch noch irgendwie einer. Hier. Oh. Ich spiele gleich einfach Minecraft und baue so ein paar Blöcke ab und so ganz entspannt mit so einer völlig unaggressiven Fahrstuhlmusik. Aber das ist halt Elden Ring, ne? Was ist denn? Das ist ja ätzend. Oh, komm. So. Hallo? Der sieht ja schon mal vielversprechend aus, der Typ, der da steht. Hier ist es verdammt still. Hört ihr, wie still es ist? Beste Frage. Das... jetzt? Okay. Was hängt denn da hinten? Ist das ein Krokodil oder was? Was gibt's hier? Oh, das ist eine Abkürzung, ne? Warte mal. Hebel drücken.
Sehr cool. Okay, somit haben wir jetzt eine Abkürzung zum Ort der Gnade, was ich sehr gut finde. Macht mir aber auch ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, dass das nicht ganz leicht wird jetzt. Aber wir schauen mal. Hier haben wir auch sowas. Das ist eine Schlange, ne? Hallo? Ich hoffe, dass ich... Was ist das? Was? Adliger der Götterskalpel? Hier los. Ah, fiese Animation. Noch fieser. Alter, was hält er aus? Wieso hat er Haut als Schürze? Ah, der hält eine Menge aus. Muss ich wohl einen Geist dazu holen? Oder erstmal leveln? Denn ich glaube, ich könnte noch einmal leveln. Also nicht mich selbst, sondern einen Geist. Wir probieren es einmal so. Was hat der für eine Schürze um? Habt ihr das gesehen? Da waren doch Gesichter drauf. Das ist einfach so krank. Und so gut. Aber der hält schon ordentlich was aus. Ich muss jetzt mal überlegen, wen ich hier am besten nehme. Ich warte mal, da hinten ist ja nochmal so ein Tor. Okay. Aha. Oleg, gib ihm. Was geht hier ab? Oh Gott, das hat gar nichts gebracht. Ja. Oh. Was ist denn jetzt los? They see me rolling. Oh! Ja, aber
was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Come on. Nee, ich bin aber dafür noch nicht stark genug. Ihr seht, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Und auch die beiden Geister können nicht viel ausrichten irgendwie. Wir reisen mal kurz hierhin zurück. Dann muss es eben nochmal ein anderes Gebiet sein. Aber ich möchte ungern so eine Stunde daran probieren und dann wird es doch nichts. Ich habe da immer so ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, dass ich schon weiß, was ich mir zutraue und was nicht. Und bei dem habe ich den Eindruck, und gerade jetzt die zweite Hälfte da, das ist ja nochmal absolutes Chaos. Ja, hör mal zu. Geht auch nicht. Doch, wir schauen mal, ob wir die Waffe nochmal verbessern können. Auch nicht. Eieiei. Ja, das muss jetzt erstmal ohne Bosse weitergehen. Kaufen. Nope. Nope. Ist hier waffenmäßig irgendwas dabei, was so richtig reinhaut? Nee. Schade, Leute. Was machen wir denn da? Warte mal. Hier war doch auch irgendwo so ein Bereich, der, in den ich nicht konnte. Ich glaube, das ging hier hoch, oder? Irre ich mich da? Irgendwie führte doch so ein Weg nach oben. Jetzt kommt das Spiel so an so eine Grenze, wo ich nicht mehr weiß, in welche Richtung, weil alles irgendwie schwer ist. Aber es muss weitergehen. Machen wir mal so ein Siegelgefängnis, schauen wir mal, was da zu finden ist. Ansonsten heißt es eben Runenfarm, denn ich glaube, oben in dieser Stadt ist jetzt auch noch nicht meine Zeit, ehrlich gesagt. Hallo? Das ist okay. Der hat einen Superball getroffen. Hier. Okay, der scheint sehr machbar. Jetzt mach doch richtig. Das können wir doch nicht ernst machen. Nein, jetzt reicht's. So, was gibt er uns? Meteorit. Keine Runde, 3600. Na, immerhin. Geht's jetzt raus? Okay. Ja, 3600. Wenn ich jetzt schon 45.000 brauche für einen Aufstieg,
Nicht ganz ohne, aber möglicherweise doch machbar. So, wir aktivieren das hier mal, denn ich glaube, wir haben jetzt beide Hälften des Medaillons. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich die reinsetzen muss, aber vielleicht kommen wir ja drauf. Großer Aufzug von Dektus. Ah, hier. Schön. Cool. Hätten wir das auch erledigt? Ich überlege gerade, ob es das wert ist, diesen Magmawurm nochmal zu probieren. Nicht den im Hausvulkan, sondern tatsächlich hier in der Gegend. Cool. Warte mal, wo war der denn? Muss mal eben schauen. Hier, da oben. Ja, ich weiß gerade echt nicht mehr, wo der war. Ach nee, das ist die Richtung. Verlassener Sarg. Oder? Überhaupt nicht. Was? Da führte doch dieser Weg durch die Schlucht und dann waren da auch diese Feuerspucker und so eine kleine Burg. Das war doch dahinter, oder nicht? Brücke der Sünde, erstes. Nee, das ist ja obendrauf. Oh, das Spiel macht mich fertig, ey, wirklich. Ja. Straße der Sünde, keine Ahnung. Vielleicht? Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Oder? Schaut mal, da oben haben wir, glaube ich, noch einen Dungeon. Müssten eigentlich einen haben. Aber nicht genug, ne? Mann.
Doch, genau hier, das meinte ich doch. Hier ist kein weiterer Ort der Gnade, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, da vorne ist einer. Schauen wir nochmal, wie der heißt. Und dann probieren wir das mit dem Wurm nochmal. Und wenn nicht, dann war es leider keine sehr erfolgreiche Folge. Aber wir haben immerhin schon mal Mündung des Donnerstroms, okay. Immerhin schon mal eine Richtung zum nächsten Boss. Wir wissen, was uns da erwartet. Ich meine, ihr wusstet das wahrscheinlich schon. Aber dafür muss ich ein bisschen stärker werden. Und das sollte doch durchaus machbar sein. Haben wir hier Marikas Pfahl irgendwo? Immer nur das. Ah, direkt da vorne. Sehr gut. Mal her hier. Komm her. Immerhin. Das hätten wir erledigt, das können wir abhaken. Drachenherz, genau. Eine neue Kraft der Drachen, ja. Sehr gut. So, immerhin ein kleiner Erfolg. Jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Was ist das denn hier? Komm mal her. Ach doch, die kennen wir doch schon. Na, komm mal her. Sehr gut. Wir sind gerade mal bei 24.000. Es fehlen also noch gut 20.000. Sehr gut. Das bringt schon mal ein bisschen was zusammen. Wo führt das Ganze hier hin?
Monstrum voraus. Sturmlauf voraus. Was heißt das? Jetzt kommen die auch noch dazu. Na, hau die mal um. Sehr gut. Hör auf, Junge! Boah, Mann, ey. Nee, wir beenden das hier, Leute. Mehr wird's heute nicht. Immerhin diesen komischen Wurm besiegt. Und dann heißt es beim nächsten Mal Runenfarmen, stärker werden, schauen, vielleicht eine bessere Waffe, um dann da oben diesen Boss zu erledigen. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.